Der Retro-Kompott-Stammtisch. Hier treffen sich jeden Freitag ab 21 Uhr Podcaster des Retro-Kompott-Teams, Hörer und Fans zum lockeren Talk über ihr Hobby. Die erste Stunde des fertigen Stammtisches wird hinterher allen Hörern des Retro-Kompott-Kanals kostenlos zur Verfügung gestellt. Die komplette Folge gibt es für alle Unterstützer bei Patreon und Steady. Jeder kann mitmachen, kommen und gehen. Wie an einem echten Stammtisch. Mal schauen, wer sich heute alles eingefunden hat. Willkommen zum 233. Audio-Stammtisch des Retro-Kompott. Heute Abend sind mit dabei, gerade quasi frisch eingetroffen, der Tom. Ahoi. Dann haben wir noch den Wolle77. Guten Nabensky. Schon etwas länger dabei und auf Teilnehmer wartend, der Patrick. Solange der Handy-Akku hält zumindest, weil ich sitze nicht vom Rechner. Also wenn ich hier plötzlich verschwinde, war das keine böswillige Absicht. Guten Abend. Und meine Wenigkeit, der Christian. Und der kann sich eine blöde Bemerkung nicht verkneifen. Es gibt auch sowas wie Ladekabel und Powerbanks. Das ist richtig, aber ich habe noch 45%, das müsste eigentlich reichen, nur das Handy schaltet dann einige Apps, die es für unwichtig hält, in einen Schlafmodus und TeamSpeak wurde gerade für unwichtig gehalten. Das kann man bei Android aber einstellen. Ich muss Beispiel Podcast Addict oder ähnliche Apps muss ich auch immer von der Optimierung ausschließen, sonst ist Google da gerne mal der Meinung, ach ja, wird nicht benötigt und mitten im Hören fliegst du dann einfach raus. Ja, das ist immer witzig, wenn die gerade im Verein läuft, die App, dass er sagt, nö, ich mach die mal kurz aus, die braucht er doch garantiert nicht. Ganz toll, also wo Android das besonders gut kann, ist bei Audible. Und wenn du gerade irgendein Hörbuch am Hören bist und dich dann wunderst, warum hört das jetzt auf, ist die Internetverbindung weg? Nee, ist sie nicht. Android hat einfach nur mal die App beendet, weil sie zu viel Akku gefressen hat. Das macht ja auch Sinn, weil bei Audible schläft man normal nach 10 Minuten ein. Warum sollst du das mal weiter anhaben? Oder schläfst du nicht ein beim Hörbuch oder Hörspiel hören? Ja, aber da reichen die 10 Minuten nicht. Da hätte ich schon noch ein paar Minuten länger gerne für. Okay, ja, dann empfehle ich unseren Unterstützern schon mal reinzuhören in das Thema GBA. Da steht nämlich nicht bei allen. Das ist nämlich heute der zweite Teil online gegangen für unsere Unterstützer auf Patreon und Steady. Da bist du ja auch mit dabei. Und das können wir hier auch einmal promoten. Also alle, die uns da unterstützen, können auch jetzt schon mal in die Preview des Themas reinhören. Was heißt in dem Fall? Ist ja ein Dreiteiler geworden. Das ist der zweite Teil, jeweils immer 45 Minuten. Das wird ja in drei Teile. Das ist schon die komplette Sendung, aber falls noch Fehler drin sind, werden sie ja bis zum Podcast noch rausgeschnitten. Ich mache das zwar immer so fertig, dass ich denke, es ist fertig, aber manchmal fehlen da noch Sachen, beziehungsweise sind irgendwelche Störungen drin, die ich dann noch rausnehme hinterher. Deswegen Preview. Okay. Ist auch noch nicht audio-optimiert und sound-optimiert, aber eigentlich ganz sauber geschnitten. Es ist schön geworden. Also ich habe den eben gehört, den zweiten Teil, hat mir sehr gefallen. War eine schöne Mischung, die wir da zusammen mit Arne und Oliver rausgesucht haben, finde ich. Apropos Android, habe ich da mal eine Frage zu stellen an euch Android-Heavy-User. Mach mal. Ich suche, weil ich ja jetzt auch für die VR-Abteilung da ja was mache, also sprich jetzt die ganze, dieses Kampf-VM auf meiner Quest und der habe ich natürlich jetzt Blut geleckt, weil ich ja jetzt die ganzen Point-and-Click-Adventure drauflaufen lassen kann auf dem virtuellen Bildschirm. Und da frage ich mich jetzt, gibt es da so einen Emulator, mit dem ich auch Amiga und alles andere drauf emulieren kann auf dem Android-Gerät? Also ich emuliere nicht auf dem Handy, deswegen kann ich das nicht beantworten. Das war mir immer zu unkomfortabel, weil ich keine Lust hatte, mit dem Handy, mit dem Joystick zu pairen oder irgendwas. Da habe ich dann immer direkt das Steam Deck genommen oder andere Handhelds. Also ich habe mein Handy nicht emuliert, kann dir da so nicht weiterhelfen. Okay, hätte sein können. Aber es gibt ja so Emulatoren, die dann auch für Android, die es auch für Android gibt, ne? Nicht, also ja, natürlich, da gibt es ganz viele, klar. Klar gibt es da viele sogar. Es gibt einen guten Zwetzig-Emulator für Android, den habe ich auch mal ausprobiert, aber ich benutze sie halt nicht dauerhaft. Da gibt es einige, ja. Es gibt auch RetroArch komplett für Android. Mit ja, allem. Zum Beispiel. Okay. Und wenn man zum Beispiel den 8-Bit-Duo hat, der ja auch Bluetooth-fähig ist, kannst du den auch mit dem Handy koppeln. Ich habe es zwar selber noch nie selber ausprobiert, mir wurde es nur mal vorgeführt, dass es wunderbar funktioniert. Und dann kann man, wenn das Handy, die Leistung des Handys das hergeben, kann man dann auch prima auf dem Handy Emulationen spielen. Kann man unterwegs so machen, wenn man im Urlaub ist, aber ich finde es dann immer noch, da gibt es bessere Möglichkeiten manchmal gefühlt. Also ich bin nicht so ein Fan von Handy, am Handy Emulation zu spielen, aber es geht natürlich. Wie hast du das bei der Quest 2 jetzt gemacht mit dem Scum? Wie hast du das darauf gekriegt? Über einen Entwicklermodus oder ging es noch anders? Also generell muss man ja, wenn man selber APKs drauf installiert, sowieso den Entwicklermodus einschalten. Das ist ja beim Android-Gerät ähnlich.
Und dann kann man die hochladen, ja? Also so sideloaden quasi und dann installieren. Und das geht immer noch recht einfach, den Entwicklermodus einzustellen. Das kann jeder machen, ne? Ja, im Grunde schon. Das ist ja schon eingerichtet. Also das ist ja auch meistens mit dem Handy gekoppelt, in vielen Fällen. Also eigentlich nur. Also man braucht auch dann die Handy-App. Und damit kann man das dann auch freischalten. Ich habe mal probiert gehabt, das mit dem Desktop zu verbinden. Das finde ich auch witzig bei der Quest, dass du ja deinen PC-Desktop damit steuern kannst. Das ist sehr geisteskrank. Das ist wie in so einem Science-Fiction-Film, wenn du dann deine 3D-Tastatur dir einblendest und dann mit Laserschwert dann die Icons bedienst, wollte ich gerade sagen. Ey, das ist sehr strange. Ja, da gibt es einige, genau. Also Virtual Desktop ist einer der ersten, die ich mir so in den Sinn kommen, die ich da kannte. Und ja, genau, das ist schon, kannst du dann auf Spiegeln auf deinem Gerät, ja. Da haben auch schon Leute dann, sagen wir mal, so ein Shadow-PC irgendwie gemietet und dann das darauf projiziert, ne? Geht ja auch. Stimmt, ja. Und Netflix hat eine eigene App sogar, habe ich gesehen. Die wird auch inzwischen angeboten für die Quest direkt. Genau, die ganzen Großen sind da drin. Also Disney Plus, Paramount, glaube ich, Plus auch. Und ja, Netflix und Co., glaube ich. Müsste mal gucken. Aber ja, die Großen sind meistens dabei. Ich hatte gelesen, da gibt es ein neues Update. War das jetzt schon oder kommt das noch, dass die nochmal Tempo optimiert werden? Ist das schon gewesen? Kann ich dir gar nicht sagen. Ich bin jetzt noch nicht so offen im Laufenden. Kann gut sein, dass es jetzt immer noch kommt oder was jetzt auch kommt, weiß ich nicht, weil jetzt hatte ich auch heute auch wieder ein interessantes Gespräch mit jemandem, mir auch nochmal eine gekauft für ein Projekt beim Mediamarkt und das war die letzte, die da gerade rumlag und da waren Pärchen, die wollten die auch oder haben auch überlegt, ob sie die kaufen, aber die warten jetzt doch auf die Quest 3 und sparen jetzt darauf, weil das nicht ganz so dringend für die ist, aber ja, das ist jetzt so, wo die Leute drauf warten, ne, auf die nächste Generation. Ja, deswegen wird die auch inzwischen billiger. Ich habe ja versehentlich eine gekauft vor einer Woche. Die muss ich wirklich auch wieder verkaufen wahrscheinlich. Aber ich habe eigentlich so viel geboten, dass ich mir sicher war, ich kriege sie dafür nicht. Aber ich habe sie dann bekommen. Das war jetzt nicht geplant. Versehentlich, das klingt immer gut. Ja, 200 Euro halt. Da konnte ich nicht Nein sagen am Ende. Also was musste ich? Ich habe 200 Euro geboten und ich habe sie für den Preis bekommen. Ja, schön. Ist das, welche Version ist das? 128 oder 256 Gigabyte? 256, glaube ich. Oh, super. Da hast du einen guten Deal gemacht. Ja, aber ich wollte ja gar nicht haben. Ich habe das Geld gar nicht dafür im Augenblick. Das fand, ich wollte einfach nur mal gucken, für wie viel die rausgehen. Dann habe ich mir gedacht, ich biete mal 200, aber die geht ja mal für 280 bis 300 raus. Und dann, sie haben das Gerät ersteigert. So scheiße, aber egal, dann probiere ich es jetzt ein paar Tage aus. Und als du mir jetzt heute noch, oder als du heute noch bei uns in die Gruppe geschrieben hast, dass es jetzt ein Dings hier, ein Operation Wolf VR ja, gibt, ja. Das ist natürlich interessant, weil das muss ich probieren, glaube ich. Also das fand ich ja schon damals in Spielhallen interessant, das Spiel. Genau, es gibt immer so jetzt anscheinend ein paar VR-Returner, die irgendwie gefühlt, weiß gar nicht, wann gab es denn das allerletzte, es gab doch nur ein Operation Wolf, oder? Nö, da gibt es ja noch eine Nachfolge, Operation Thunderbolt und noch eine andere Sache aus der Serie, aber die ersten Versionen waren ja irgendwie, war das noch Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er, es muss lange her sein zumindest. Ja, also gefühlt ist es Ewigkeit her. Es muss Ende der 80er, glaube ich, sogar sein. Es gab es ja auch im Celestic eine Konvertierung. Und dann, ich kann mich noch an die Werbung erinnern, da stand dann bei dem Nachfolger drin, nach dem Weihnachtserfolg Operation Wolf kommt zum Fest die nächste Version. Irgend sowas. An die Werbung kann ich mich noch sehr gut erinnern. Ja, sehr selbstsicher, ne? Ja, das typische Weihnachtsspiel für Kiddies, ne? Harre, harre. Haben Sie gesagt, welches Jahr? Nein, das war damals. Die sind ja rausgekommen. Das war die Werbung von Ocean Ende der 80er Jahre. Ja. Und das ist dann wirklich rausgekommen. Nicht so spezifiziert, wann das Spiel dann rauskommt, aber. Ja, ich fand aber nur so schön die Formulierung nach dem letzten Weihnachtshit Operation Wolf. Ich fand den Satz so schön, weil es ist jetzt kein typisches Weihnachtsspiel, würde ich mal sagen. Hier wohl nicht, aber ich glaube, da in Amerika feiert man sowas auch immer, oder? Ja, ich fand es halt nur witzig, dass es in Werbung stand. Aber ich habe es damals auch gespielt, war da noch Jugendlicher und ich fand das ganz lustig. Ich fand es ja auch im 60 ganz gut sogar. Ja, auf jeden Fall. Und ist das zeichentrickmäßig oder realistischer auf der Quest? Weißt du das? Ich habe es auch gerade heute nur gesehen, zufällig, und mal an euch gepostet. Ich glaube, das ist schon ein bisschen Cartoon, also gefühlt, aber ich muss vielleicht nochmal das Video anschauen. Muss ich mir auf jeden Fall mal irgendwann nächste Woche angucken. Aber am Wochenende leider keine Zeit, weil ich jetzt jobmäßig morgen nochmal wegfahren muss, leider für 1,5 Tage, was nicht geplant war. Ansonsten hätte ich das gerne jetzt schon mal ausprobiert. Das interessiert mich dann doch mal wieder. Ja, ist auch so ein guter Retro-Aufhänger, ne? Absolut, habe ich auch gleich in die News genommen für die nächste Podcast-Folge. Sehr schön. Ja, aber Sam Max verhält sich ja ähnlich. Ne? Ich meine, das ist jetzt nicht das Spiel, das ihr so gespielt habt und so. Ich ehrlich gesagt, habe es auch nie durchgespielt, aber ich kenne halt ein paar Leute. Und das war natürlich auch ein Eye-Opener sozusagen für die Leute, dass das Ding jetzt nochmal für VR rausgekommen ist nach so vielen Jahren. Ne? So einen offiziellen Nachfolger gab es ja auch nicht. Da gab es die Telltale-Serie oder diese gab es nochmal. Was war das? Ja, gut. Das aber sonst. Ja. Irgendwie Telltale ja ignoriert die jetzt. Ich weiß gar nicht warum. Ja, wie gesagt, für viele war ja auch.
die Serie Monkey Island, kein Monkey Island, die Serie Sam Max, auch kein Sam Max. Ich weiß nicht, war das überhaupt Telltale, weiß ich jetzt gar nicht. Aber es gab es jedenfalls ja als Season sozusagen und das habe ich auch nicht mehr gespielt. Ja, genau. Wie gesagt, wir machen ja Sonntag in einer Woche ist ja unsere Folge 200 für den Retro-Kompott, die zeichnen wir da auf. Da kommen einige schöne Sachen, kann ich ja schon mal spoilern. Da haben wir tolle Einspieler bekommen. Noch sammeln wir übrigens Einspieler. Das heißt, wer uns noch in den nächsten Tagen einen Einspieler schickt mit Grüßen oder irgendwelchen retro-bezogenen Dingen, bauen wir die gerne noch in die 20. Folge mit ein. Da freuen wir uns riesig, wenn noch ein paar was einsenden. Aber wir haben schon sehr schöne Sachen bekommen. Das wird also eine außergewöhnliche Folge. Und wir planen auch, dass wir dann die Aufzeichnungszeit bekannt geben an dem Sonntag. Das ist ja immer ab 21.30 Uhr. Und wer möchte, kann uns dann vielleicht Teamspeak einfach stören, während wir aufzeichnen, sozusagen mitten in die Sendung platzen. Aber das werde ich nochmal bekannt geben. Da denke ich mir noch was aus. Das heißt, wer uns da sozusagen mal kurz besuchen will beim Podcast, bei der 200. Folge, kann das wahrscheinlich dann so mehr oder weniger mitten in der Sendung machen. Aber das gebe ich noch bekannt. Patrick, nochmal zur Unterstützung. Mein Paket, mein Unterstützungspaket, das wurde irgendwie gelöscht. Bin ich jetzt komplett rausgeschmissen und muss ein anderes Paket raussuchen oder... Oder geht es jetzt weiter in meinem normalen, Das weiß ich nicht. Das musst du mir mal eine Mail schreiben, muss ich checken. Also ich prüfe das eigentlich immer durch. Schreib mir nochmal, in welchem Patch du bist und dann checke ich das nochmal gegen. Ich weiß jetzt nicht, in welcher Gruppe du da bist bei Patreon auswendig, ehrlich gesagt. Müsste ich gucken. Gut, mache ich gleich. Weil die automatischen Pakete oder Lose gibt es ja nur bei der 45-Euro-Gruppe. Alles andere waren ja entweder einmalige Pakete oder die freigeschalteten Dinge. Deswegen bin ich da jetzt im Augenblick etwas irritiert, weil ich dich auch nicht gesehen hatte in der Gruppe. Ich hatte da immer so eine Jahreszahlung gemacht. Ja, aber das war ja ein Dauerauftrag und irgendwie, das kann ich jetzt nicht mehr auf. Das ist ja das ganze Jahr dann freigeschaltet, aber das geht ja da nicht um Pakete dann. Weil ich weiß ja nicht, wir müssen ja die interne Zahlung jetzt hier öffentlich diskutieren, aber du hast ja irgendeine Summe, die du im Jahr zahlst, bist du entweder bei dem, ich weiß ja nicht, in welchem Patch du da bist. Darum geht es mir ja gar nicht. Mir geht es bloß darum, dass ihr das dann kriegt, wenn ich jetzt da rausgeschmissen bin. Wir schmeißen ja keinen raus, wenn du das weiter fortsetzt, dann kriegen wir das automatisch. Wir kriegen ja immer nur eine Gesamtsumme im Monat. Wir sehen ja zwar, wenn wir in die Details gucken, wie es aufgeschüttet ist, aber ich kriege keine Info, wenn jemand zum Beispiel kündigt oder was gewechselt hat, da kriege ich keine Info. Das siehst du ja online, in welchem Patch du bist und dann kannst du ihn da ja verlängern oder kündigen oder weitermachen oder neu einstellen. Das kannst du ja selber auch schauen in deinem Profil, ob du da noch bei bist oder nicht. Wir nehmen da ja keine Leute raus. Wir freuen uns ja, je mehr mitmachen, desto besser, Gottes Willen. Gut, wie es aussieht, werde ich jetzt irgendwie so ein Paket, weil mit dem Paket raus ist, eine Stufe höher nehmen. Könnt ihr euch drüber freuen, alles wird gut. Ja, sehr gerne freuen wir uns drüber, weil ohne Leute wie dich oder andere Unterstützer wird es ja auch diesen Stammtisch oder auch die Podcasts nicht geben. Das ist ja eine wichtige Basis für uns und wer ja, können wir jetzt auch gleich in dem Moment nochmal sagen, mehr als die erste Stunde Podcast, also Stammtisch hören möchte, der bekommt das ja auch automatisch, wenn er uns unterstützt. Dann bekommt er den gesamten Stammtisch auf die Ohren. Und die letzten Wochen waren die Sendungen tatsächlich wieder 4-5 Stunden teilweise. Das heißt, auch der Stammtisch wird wieder aktiver und das finde ich richtig toll. Ja, schau mich nicht so an, ne? Du hast auf jeden Fall da mit beigetragen zu und seitdem kommen auch immer mal wieder andere Leute dazu. Das ist auch spannend. Und du bist ja auch in der 200. Folge präsent. Das ist schon aufgezeichnet. Da haben wir ja das Interview mit dir. Das ist auch so weit geschnitten, das kommt ja auch in die 200. Folge mit rein. Aber du bist auch, wie gesagt, herzlich eingeladen, uns da dann eventuell auch mal während der Sendung kurz zu stören. Das müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Aber das Interview ist ja auch lang. Genau, und mir sind wieder ein paar Videosachen eingefallen, die ich nicht erwähnt hatte, aber vielleicht können wir dann mal noch mal ein paar Two machen, keine Ahnung. Du hast ja die Chance, sagte ich ja eben, du kannst ja, wenn du an dem Sonntagabend Zeit hast, hack dich einfach bei uns sozusagen live in die Sendung und dann kannst du gerne noch irgendwas zum Besten geben. Dafür ist die 200. Folge da, die soll etwas chaotischer und unüberraschender sein. Also da ist sowas auch noch möglicher, wie ich eben sagte. Ja, gilt aber auch für alle unsere Hörer, die können uns da auch alle stören, wenn sie Lust haben. Ich hoffe, da gibt es da nicht totales Chaos. Aber das ist ja nicht live in dem Sinne. Wir zeichnen zwar unter Live-Bedingungen auf, aber das wird ja später als Rahmenprogramm geschnitten. Das heißt, wir gucken mal, was da passiert. Ich weiß es ja selber nicht. Ich muss auch immer sagen, und seitdem ich dabei bin, also ist das ja so für mich so die Freitagabend-Sucht-Droge, die ich mir so antue und immer mich darauf freue, ne? Das ist ja auch gut so. Das ist, geht mir manchmal auch so. Und ich habe halt sehr oft Freitagabends tatsächlich Termine, die ich nicht verschieben kann. Das heißt, ich bin nicht immer von Anfang an dabei. Oder ich muss wie morgen früh mit dem Zug wegfahren und kann dann halt nicht die halbe Nacht hier
quatschen, aber ich finde auch den Stammtisch eine tolle Idee und eine schöne Sache und freue mich halt auch, wenn da immer mal wieder neue Hörer dazukommen oder auch Leute, die uns anderweitig helfen, dabei sind, weil das einfach, ja, es ist halt ein Stammtisch und da muss man sich nicht vorbereiten, man quatscht einfach und erfährt da auch immer wieder tolle neue Sachen. Ja, auf jeden Fall. Das ist schön, dass man befruchtet sich ja quasi gegenseitig dadurch. Ja, das ist so, das ist ja bei allen Sachen so. Es ist ja auch, als wir jetzt die Themenaufzeichnung im Game Boy Advance gemacht hatten, selbst da habe ich ja wieder Sachen mitgeschrieben, was ich alles noch nicht kannte oder mir noch kaufen müsste. Und das ging Christian, Arne und Oliver ja auch nicht anders teilweise, weil da haben wir auch nicht vorher erzählt, über was wir reden. Und das war auch teilweise sehr überraschend, was wir da alles hervorgezogen haben. Das war zwar jetzt vorbereitet, weil jeder hat natürlich seinen Part vorbereitet, aber auch da hatten wir viele Überraschungen auf jeden Fall, muss ich ganz klar sagen. Und ich war sehr erstaunt über den GBA. Das war ein Gerät, was ich ja nie lange hatte oder viele Spiele dafür hatte. Und mir war nicht klar, dass es da über 1500 Spiele für gibt. Also das ist unglaublich, was die alles umgesetzt haben. Und durch Christian weiß ich jetzt auch, dass es, glaube ich, kein Kampfspiel gibt, was es nicht auf dem GBA gibt, oder? Das stimmt, ja. Da kam ja doch einiges noch zutage. Wirklich alle großen Serien gab es für den GBA. Also das wusste ich uns selbst. Selbst ein IK Plus habe ich auf dem GBA gefunden. Also total irre. Nicht schlecht. Ja, es ging mir vorbei, aber ich muss mir das immer noch mal reinziehen. Ja, wie gesagt, die Sendung kommt hier erst ab Folge 201 und die Previews sind ja zum Teil jetzt auf Patreon oder Steady schon zu hören. Das war ja eine Voraufzeichnung für den Podcast. Das war aber ein tolles Thema. Also ich hätte nicht gedacht, dass man aus GBA Geheimtipps so viel interessante Sachen rausziehen kann. Also es war echt schön. Ich war ja gerade noch mal Retro-Shoppen bei Smith Toys. Unter anderem natürlich Master of Universe. Gibt es da wieder eine neue Reihe jetzt, ne? War nie mein Gebiet, keine Ahnung. Was ist Smith Toys? Wie heißen die? Smith Toys, das ist das, was nach die haben ja Toys R Us aufgekauft, als die sich pleite gemacht haben. Das eigentlich zuerst in Amerika, dann haben sie ein bisschen länger in Deutschland noch durchgehalten. Also die Dinge ist, glaube ich, auch gar nicht schlecht in Europa oder Deutschland zumindest. Nur in Amerika haben die halt sich runtergewirtschaftet irgendwie. Und das war immer mein Go-To-Place für so Spielzeugsachen, ne? Und natürlich Lego und so weiter haben sie auch immer Angebote gehabt. Genau, und da gibt's, schaue ich mal, was ist so Neues oder auch ein Schnäppchen von der Master of the Universe, also diese quasi neu aufgelegten Retro-Spielsachen, die ich mir damals nicht leisten konnte. Die gibt's ja jetzt wieder und jetzt gibt's ja die zweite, wie soll man sagen, Staffel oder die Welle von diesen ganzen nächsten Spielzeug, also Actionfiguren und so weiter, die es dann auch damals gab. Ich wusste gar nicht, dass es über 200 gibt. Also es wurde ja immer weitergeführt, aber man kennt ja meistens nur die erste Charge, ne? Die man ja auch in den Filmen so wieder sieht. Oder in diesen Serien, sagen wir mal so. Aber es gibt jetzt witzigerweise, wusste ich gar nicht, das Spielzeug zu dem Film, zum Kinofilm auch. Also die sind jetzt auch mit Dolph Lundgren und mit hier seinem anderen Widersacher, den Skeletor und so weiter, gibt es da jetzt wohl auch noch eine neue Spielzeugserie, zusätzlich zu Revelation, wer das vielleicht auf Netflix gesehen hat. Also ganz verrückt. Ich habe nie Spielzeugsachen gesammelt tatsächlich, von keiner Serie. Ich finde es aber hochinteressant, auch die Entstehungsgeschichten von solchen Sammelfiguren und anderen Dingen. Da gab es ja auch auf Netflix eine coole Serie zu, wo die jede einzelne Figur mal in einer Serie beleuchtet hatten, von Master of the Universe bis Barbie ging das da. Und ich finde auch interessant, wenn Leute darüber reden, aber ich selber habe nie sowas gesammelt. Es gibt bei Radio Nukular, dem Podcast, da hat einer von den dreien hat auch so ein Spielzeuggeschäft und berichtet immer von den neuesten Dingen, die da passieren. Finde ich spannend, aber hat mich jetzt selber nie getriggert, es besitzen zu müssen. Ja, also bei mir war es halt so. Also ich konnte mir wesentlich leisten und habe dann immer auch selbst Sachen gebastelt, sozusagen mit aus Pappe und so Tesafilm und so weiter. Aber ja, das war halt noch so. Ich hatte halt nicht die Kindheit wie vielleicht andere, die dann da sich alles leisten können oder die Eltern alles für einen gekauft haben. Muss halt immer mit den Ressourcen sparsam umgehen, bis ich dann irgendwann mal selber mehr was Geld verdienen durfte mit 14 und das erste Mal da angefangen habe, Zeitung auszutragen, um mir dann das Kleingeld zu besorgen, um mir ein C116, dann C64 Amiga zu kaufen. Das musste ich mir alles von meinem hart arbeitenden Geld als Teenager dann irgendwie selber holen. Aber unabhängig davon habe ich das Gefühl, dass ich das nachholen muss, was ich mir damals nicht alles leisten konnte. Und
so ein bisschen wie mit den Box-Games, ne? Und das ist so Trigger, die man dann hat. Auch das Schloss hatte ich ja nie, Castle Grayskull, war auch immer sehr teuer, also gefühlt jetzt witzigerweise am Anfang, glaube ich, hatten sie es hier nochmal die Neuauflage für, ich glaube, 100 Euro oder sowas angeboten. Jetzt gibt es sie gerade für 30 Euro, das soll man gar nicht glauben. Und hat man so ein Set wie damals, natürlich ist es nicht das Alte, sondern das Neue, also das Alte kann man wahrscheinlich gar nicht bezahlen, wenn man das überhaupt noch kriegt. Genau das gleiche Thema wie mit den Boxgames, ne, haben wir auf einer dieser Spielzeugebene. Aber was ich so cool fand, für Leute, die das interessiert oder auch sowas mal, oder damals auch die Zeit erlebt haben, dass das auch so ein Trigger sind. Wir hatten vom Star Trek Fanclub damals viele Spielzeugsachen ausgestellt. 2019 war das, glaube ich. Da habe ich auch zum Glück eine 360-Grad-Aufnahme gemacht von all den wichtigen Plätzen dort in diesem Burgdorf. War das in so einem Museum, das sie da hatten, so ein historisches Museum. Das war komplett leer und für solche temporären Museumsattraktionen ausgelegt. Und dann hat der Star Trek Fanclub da wirklich, also die Mitglieder davon, nicht nur Star Trek, sondern alles Mögliche, was sie aufgefunden haben, auch an Film, signierte Filmplakaten und Karten und alles zu den Themen Sci-Fi da ausgestellt. Ne? Also es war super interessant, super und super triggerreich für mich auch. Also, und das haben die auch gemerkt, also nicht nur bei mir, aber auch bei älteren Personen, auch älteren Damen, hat einer, der hat dann wirklich angefangen zu weinen, weil er irgendwas gesehen hat, irgendein Spielzeug, das sie damals als Kind gehabt hatte, ja. Also auch das soll man davon unterschätzen, die Power of Nostalgia, ne? Natürlich, und du hast ja einen Punkt recht, Sachen, die man sich früher nicht leisten konnte und sich jetzt leisten will oder kann, nur weil sie jetzt bezahlbarer sind, finde ich auch spannend. Ich habe ja auch zum Beispiel früher immer mich für die PC Engine interessiert, für die Konsole, die TurboGrafx, habe ich natürlich nicht leisten können, weil das war ein Importgerät, unbezahlbar. Und irgendwann vor 10, 15 Jahren habe ich die dann verhältnismäßig günstig bei eBay geschossen, und selbiges gilt für eine Vectrex, die ich auch irgendwann mir dann mal privat geholt habe. Sowas hatte man ja früher nicht. Also das kann ich schon nachvollziehen, aber ich hatte halt nie eine Affinität zu Figuren. Also habe ich mir eher lieber Geräte gekauft oder Software oder ähnliche Sachen. Deswegen, ja, aber das kann ich nachvollziehen, absolut. Ja klar, das ist ja dann, wir waren ja auch leider dann in der Zeit auch groß geworden, wo man sich das Taschengeld auch ein bisschen einteilen musste, gibt man es jetzt für Spielzeug, bei mir war es zumindest so, kaufe ich mir jetzt einen Snowspeeder von Star Wars, ja, oder kaufe ich mir einen C-116, ja, und mich halt dann von meinen Eltern auch da dann gehend sozusagen davon überzeugen lassen, dass es doch, ich glaube, mein Vater wollte auch mal die Videospiele spielen, das waren da auch ganz toll, weil wir halt mal Pong gespielt hatten und das kam alles, von da ganz nett, und deswegen, glaube ich, hat er sich auch ein bisschen stark gemacht für, war auch ganz gut so, weil bin ich ja auch in die IT-Richtung so reingerutscht, würde ich mal sagen, und wäre ich vielleicht jetzt ganz woanders gelandet, wer weiß das schon, ne? Filmpopsmacher oder so. Wir begrüßen den Jörg auch unter den Teilnehmern, der ist auch dazugekommen. Hallo, guten Abend, servus. Hallöchen. Nochmal ein kleiner Hinweis für all die, die von Anfang an oder recht nah am Anfang dabei sind. Wir haben einen Google-Doc mit Shownotes. Wer auch immer Lust hat, da einzutragen, wer gerade mit dabei ist oder auch über was geredet wird in Stichworten, macht das bitte gerne, weil ich schaffe es jetzt zum Beispiel auch nicht, weil ich gerade nicht im Rechner sitze. Aber da ist zum Beispiel der Arne, wenn er kommt, immer hervorragend. Der führt immer sehr gut Buch dort. Und wenn jeder da so ein bisschen mit aufpasst, den Link findet ihr ja jetzt direkt auf der Homepage oder auch bei jeder Folge. Das ist immer ganz gut, wenn wir das aktualisieren, weil was am nächsten Morgen dort drin steht, das nehme ich in die Shownotes mit auf für die Hörer, damit die auch wissen, was wir hier gemacht haben und wer alles mit dabei war. Zum Thema Papier vorhin fällt mir noch was ein. Ich habe letztens wieder gesehen, dass es ja die ganzen Computer aus den 80er, 90er Jahren als Pappbausätze gibt. Die kann man sich dann selber zusammenfalten und ins Regal stellen. Das finde ich so absurd. Das hatten wir mal als News im Podcast. Und die sehen teilweise echt noch ganz gut aus. Da kannst du dir die ganzen alten Homecomputer aus Pappe ausschneiden. Und die sind dann so mal so 4-5 Zentimeter groß. Fand ich niedlich. Mit Monitor, mit Zusatzgeräten. Das jemand gemacht hat. Version, ne? Ja, das müsste bei einer Vitrine trotzdem witzig aussehen, wenn man da so 20 kleine aus Pappe gefaltete Homecomputer reinstellt. Eigentlich müsste das ganz niedlich sein. Ich habe sie aber auch noch nicht ausgedruckt. Ich habe nur das PDF gesehen letztens wieder. Genau, was ich noch zu dem Thema Smith-Toys sagen wollte, ich gucke auch mal so nach Neuigkeiten. Natürlich gibt es natürlich auch Videospiel-Sachen wie Roblox und so weiter, ja. Witzigerweise gibt es ja oder auch Minecraft-Spielzeug mittlerweile oder auch hier eine Zeit lang ja auch, als das gab ein paar Figürchen gegönnt von Among Us unter anderem und das andere Spiel Fall Guy. Also da gab es ja auch so echt nette Plüschtierchen. Und jetzt ganz neu oder relativ neu habe ich gesehen, gibt es jetzt diese Stranger Things. Wie nennen sich die hier? Das sind Upside Down Capsule heißt die. Und
das ist so eine kleine, so ein kleiner CRT-Fernseher, also Mini-Format, finde ich ganz lustig. Passt jetzt, also wer Stranger Things kennt, hoffe ich doch mal. Ist ja auch so 80er Jahre und kommt immer gutes Retro-Feeling auf, finde ich. Da gibt es halt jetzt diese Capsules mit jeweils so einer Überraschungsfigur da drin, wenn man diesen CRT-Monitor öffnet, die Mini-Version, dann ist da immer ein Überraschungsfigürchen dabei und noch so ein paar anderes Zeug. Sogar eine Kassette, also ein Mixtape, aber aus Papier. Finde ich ja lustig, mit so einem einer Kassette, 10-90 Minuten. Finde ich lustig, also richtig schönes Retro-Pack. Und das gibt halt so mehr, also man kann ja die sammeln, das sind ja so diese Überraschungseier quasi. Ich glaube 12 Euro kosten die aber, wenn ich das richtig in Erinnerung habe jetzt. Muss ich noch gleich mal auf die Rechnung schauen, aber ich dachte, ich nehme mal eins mit und schaue mal, was alles drin ist. Auf jeden Fall auch so ein Feel-Good-Pack für die Leute aus der Retro-Ecke, denke ich mal. Schickt vielleicht gleich mal nochmal ein Foto, dass man sich das ein bisschen besser vorstellen kann. Hat denn von euch irgendjemand Stranger Things überhaupt gesehen oder rede ich da jetzt einfach so in den Wald hinein? Ja, ich hatte die erste Staffel gesehen, mich zur zweiten aber nicht durchgerungen. Hat mich nicht so gecatcht wie zum Beispiel meine Kids oder sowas. Natürlich hat das 80s-Feeling und der ganze Sound und das ganze Visuals und so weiter war irgendwie cool, aber ich war irgendwie von anderen Serien teilweise begeisterter. Also die zweite Staffel soll auch nicht so doll sein, danach soll es richtig geil werden, aber ich habe mich eben deswegen noch nicht so richtig hinreißen lassen, jetzt die zweite Staffel zu gucken. Aber irgendwann muss man gesehen haben, ne? Denke auch, also ich bin jetzt ja eigentlich auch so erstmal, ich bin ja so nicht so der Fan von dem Genre an sich, aber das Drumherum hat mir Spaß gemacht und gefallen, ne? Und deswegen bin ich auch bis zum Schluss dabei geblieben. Vielleicht habe ich selber zu viele 80er-Filme gesehen, weil wir sind damals echt oft in die Videothek gelatscht. Also so viele VHS-Tapes, wie wir in den 80ern geguckt haben und Filme und irgendwie das Gefühl, da kannte ich deutlich mehr als zum Beispiel in den 90ern. Deswegen habe ich so Gremlins, Goonies, was es alles gegeben hat, Indiana Jones aus aktuellem Anlass und so weiter. Ne? Das hat man alles schon aufgesaugt und Stranger Things kam mir so vor, ja, kennt man schon so ein bisschen, ne? So, aber ja. Wie gesagt, ist nicht schlecht, definitiv nicht. Aber mich hat es eben, weil so, ach, habe ich schon mal gesehen, hat es mich nicht so gecatcht gleich zu Beginn. Ja, also ich, man kennt ja die Goonies und so, die ganzen Kids. Genau. Diese Reihe da, ne? Also jetzt das, Stand By Me und so weiter. Mit diesen ganzen Kindern, die dann irgendwie immer auf die Reise gehen, sag ich mal, und dann was erleben. Und so ist das ja auch quasi gehalten. Aber ein bisschen anderes Spin natürlich und und für mich, also mich hat es halt dann doch gereizt und genau, also man muss glaube ich ein bisschen Zeit geben dem Ganzen, aber ist halt ein Mix von allem ein bisschen, ne? Ja, definitiv und so viele coole Anspielungen auch, also. Genau, das ist es halt, ne? Das, diese mit den D&D-Games und dann hier und da sind es auch mal in der Spielhalle drin mit den zeitgenössischen Games und so weiter und so fort. Also da sind schon so viele massige Anspielungen drin. Das ist auch eine ganz interessante D&D, will ich nicht spoilern, später auch noch, es geht ja dann auch weiter mit dem Thema, auch zeitgemäß. Also auch sehr spannend, was also erstmal schauen, dann können wir mal drüber sprechen, aber genau, also das ist sehr interessant, was da auch thematisiert wird, so, ne? Da können wir uns, glaube ich, auch mit identifizieren, so. Also wir jetzt mal generell so als Nerd oder die AD&D-Spieler. Also ich habe es nicht gespielt, aber ich verstehe das Konzept ja auch von Fighting Fantasy Büchern und so weiter. Hätte ja nie genug Freunde, um mich da in die AD&D überhaupt mit irgendwie reinzufummeln, aber genau, also das wird da halt auch noch weiter getragen, auch in der letzten Staffel, glaube ich, die es ja noch gibt. Und interessant finde ich die Musik auch, ne? Also dass die Musik ja, die ja dann auch da vorkommt, dann auch in den Charts, den unseren Charts, in unsere Zeitleiste und Linie auch dann wieder wirklich einen Durchbruch hat. Ne? Also gab jetzt einen Song, der ja auch wieder durch die Decke gegangen ist, ne? Ja, yeah, Running Up That Hill von Kate Bush, was genau. Jetzt erfolgreicher war bei den Re-Release als damals. Das muss genau, ich mal überlegen. Das ist echt der Hammer. Ich wollte es nicht sagen oder nicht spoilern, aber genau, das ist halt das, das fand ich so spannend, dass das wirklich jetzt noch erfolgreicher ist als damals. Ja, habe ich ein Interview mit ihr gehört, irgendwie SWR3-Podcast oder so, also die Songs sind ihre Geschichte, wo sie echt sagt, so ungefähr unglaublich, ne? Also
wie gesagt, dann sogar echt auch erfolgreicher als in den 80ern selber, als das Ding released worden ist. Das ist schon wirklich krass. Ja, und es läuft jetzt ja auch häufig, ich weiß nicht, wer von euch 80s 80s hört, den Sender, Radiosender, gibt es auch als App mittlerweile und echt interessante Stories auch zu Depeche Mode und anderen großen. Jetzt auch ist George Michael, wird da jetzt auch ein bisschen mehr beleuchtet, sein Leben und wie er dann von Wham sich selbstständig gemacht hat, also auch natürlich ganz viele andere. Also wer so auch diesen Teil der 80er Jahre liebt, kann ich nur empfehlen, auch mal auf die 80s 80s App zu gehen oder auch diese Radiosender zu hören. Und da war auch Kate Bush jetzt in den letzten, also als der Film, die Serie rauskam, auch häufiger zu hören. Ich kann nur den Schwestersender sehr empfehlen. 80er, ja, ab und an mal schon, aber ich bin eher so ein Kind der 90er und für mich gibt es quasi inzwischen auch vom selben Unternehmen das Pendant. Ja, 90s 90s, ne? Habe ich gesehen. Genau. Ja, fand ich lustig. Das, zuerst gab es 80s, 80s und dann irgendwann gucke ich so, oh, jetzt gibt es auch 90s, 90s. Finde ich lustig. Ja, finde ich richtig cool. Vor allem du hast, ich weiß nicht, ob du das bei 80s, 80s auch hast, wenn du es über die App hörst, hast du über 10 Themenstreams, je nach Musikrichtung oder Ausrichtung oder was du gerne hättest. Das ist eigentlich ganz cool. Ja, das geht ja immer weiter, ne? Also dann ging es mal mit hier den deutschen, Neudeutsche Welle gibt es einen Bereich, fand ich ganz interessant. Dann haben sie einen New Wave, glaube ich, von den ganzen, Sisters of Mercy Geschichten gibt es und so weiter, gibt es ja auch mittlerweile im Bereich. Und was war jetzt noch irgendwie? Muss man nochmal nachdenken. Ach ja, genau, und dann haben sie jetzt, das war mir gar nicht bewusst, dass es das gab, aber es gab ja auch dann so Italo, nennen sie das Synthesizer, ne? Oder Italo-Disco einfach. Italo-Disco, ja. Genau. Das Witzige war nur, dass zum Beispiel das Vamos a la Playa gar nicht italienisch, sondern spanisch war. Habe ich auch erst später gehört, aber ja, das war wohl eines der Aushängeschilder damals, irgendwie so Rigera hießen die. Ja, Italo-Disco nannte sich, aber ich glaube, es war echt spanisch. Wir hatten noch eine ganz kurze Phase, 1988, glaube ich, wo Ofra Hasa mit Imlina Lu, also wirklich im arabischen Song Nummer 1 in Deutschland war. Das ist krass, sowas. Also, da gab es schon einige lustige Sachen in den 80ern. Auf jeden Fall. Bin ich wieder zu hören? Jetzt ja. Achso, okay, weil ich hatte vorhin versucht, was zu erzählen und irgendwie kam ich nicht durch, keine Ahnung. Haben dich einfach so weggeredet, das ist normal mein Job, komisch. Nee, okay, kann gut sein, nee. Alles gut. Keine Ahnung. Ja, jetzt darfst du aber wieder. Ja, aber jetzt bin ich nicht mehr. Nein, Quatsch. Hau raus. Nee, das war nur bei Stranger Things noch, da hatte ich versucht, noch was zu sagen, aber das ja, kam gerne. Irgendwie, stimmt ja was mit der Technik auch nicht. Nee, ich hatte ja gesagt, ich hatte das ja mittendrin aufgehört und bin bei der letzten Staffel dann aufgegeben und ich fand das zu lang. Also ich hätte das besser gefunden, wenn die da vielleicht die zweite Staffel weggelassen hätten, auf Deutsch gesagt, und die Rest ein bisschen zusammengestaucht, weil die Grundidee fand ich total toll und es hat auch Spaß gemacht, die erste Staffel zu gucken, aber irgendwie zog sich das dann immer mehr. Weiß ich nicht, das wäre mir knackiger lieber. Ja, ich weiß, was du meinst. Und ich fand auch gut, dass ihr eben sagtet, wir haben ja die Filme schon geguckt und ich habe letztens mal wieder Gremlins geguckt, den kann ich heute noch gucken, den Film, und schmeiße mich weg. Ich mag den total gerne und über Indie und Co. brauchen wir nicht reden. Das ist ja sowieso Standardfutter aus der Zeit. Also deswegen, das kann ich komplett nachvollziehen und ich bin ja auch eher ein Kind der 80er. Ich komme mit einigen Sachen aus den 90ern nicht so klar, wobei ich da auch viele Sachen gut finde, aber viele Sachen aus den 80ern finde ich richtig kultig. Auch die ganzen Vorabendserien, die es damals gab und sowas ziehe ich mir auch mal gerne wieder rein. Also da brauche ich nicht immer Neuauflagen tatsächlich. Ich sage nur, wegen, wo du gerade Gremlins sagst, da fällt mir ein, ich habe ja den Gremlins-Hauptdarsteller, der war ja irgendwie 2019, glaube ich, bei der FedCon in Bonn. Also so ein Sci-Fi-Convention, aber da haben sie auch mal ein paar andere Leute eingeladen. Also unter anderem den Hauptdarsteller halt von Gremlins 1 und 2 und die Daphne hier von Spaceballs war auch da. Aber ich habe beide mal, das war auch interessant, die saßen ja vor dir und der Raum war auch nicht so groß und auch nicht so viele Leute da und man konnte wirklich dann auch Sachen fragen, ne? Und da habe ich auch gefragt, ob er glaubt, dass da nochmal ein Gremlins-Teil rauskommt und so weiter und er würde auch gerne mitspielen, aber es war halt alles anders damals, da gab es ja kein CGI, man musste immer so tun, als ob man diese Animatronics-Viecher da so wirklich, ne, so mit denen rumspielt und so weiter. Und ich glaube, auch beim Rumspielen oder beim Betätscheln sind Sachen abgefallen. Ich weiß nicht, da waren ganz interessante Sachen und witzige Sachen auch erzählt. Aber was ich interessant war, auf der gleichen FedCon im gleichen Jahr war auch Robert Picard da,
glaube ich, so heißt der, ne? Das medizinische Notfall-Hologramm, glaube ich, von Voyager. Ja, das war der Witz, dass der wirklich so hieß, ja. Ich glaube, was. Was denn? Achso, so, also er hat ja keinen Namen gehabt, ne? Nee, dass der wirklich mit Namen Picard hieß und also in echt so hieß, das fand ich witzig. Achso. Das stimmt aber. Genau, und der war auch da und mit dem habe ich auch ein bisschen gesprochen. Und das Witzige war, ich habe ja letztens Gremlins 1 und 2 mal wieder gesehen, weil es im Fernsehen lief. Und da spielt er im zweiten Teil auch Robert Picardo mit. Aber mit ist er eigentlich häufiger in den Sci-Fi-Serien eher ohne Haartracht oder Pracht aufgetreten. Aber da hat er Haare bekommen. Beziehungsweise hat er vielleicht Haare, ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Weil wer sich daran erinnert, ich war nur sehr schockiert, dass ich dann sozusagen ganz vergessen hatte, dass der da auch mitgespielt hat, ne? Wo wir gerade beim Thema sind. Also ich habe mir hab aus... ich grad... oh, ja. Egal, ich dachte, das habe ich gar nicht mitbekommen, dass er mitgespielt hat. Müsste ich jetzt tatsächlich nochmal gucken, welche Rolle das war. Weil wusste ich gar nicht. Ja, das ist der am Schluss, glaube ich, von dieser einen Gremlin-Dame angemacht wurde oder so. Weiß ich, wenn die Szene ist, glaube ich, vielleicht noch im Gedächtnis, keine Ahnung, auf jeden Fall. Der war sein Manager und war ja ein bisschen so ein Bösewicht quasi, ne? Am Anfang zumindest. Ich kann mich immer an diese Gremlin-Dame erinnern mit dem geschminkten Lippen und dem Hochzeitskleid. Meinst du die so ein bisschen gestört wirkt? Ja, genau. Und die wollte ihn, glaube ich, sogar dann heiraten. Das war eine sehr ikonische Szene. Die kriegt man nie wieder aus dem Kopf raus. Die war sehr, sehr lustig. Genau. Und da war er, wie gesagt, wurde ja mehr so als Bösewicht da angehalten, weil er sehr, sich das dann in, wie gesagt, als Manager da nicht so der den besten Ruf hatte. Und und dann war das so die Strafe quasi in dem Film. Also ich habe mir aus nachvollziehbaren Gründen die ersten drei Indiana Jones Filme gegeben, beziehungsweise meine Frau hat behauptet, sie würde die nicht kennen, weil sie wahrscheinlich zwei und drei dann doch gekannt hat. Sie sagt, das eine oder andere kann sich erinnern. Boah, das ist schon irre, sich das nach aller Zeit nochmal anzugucken. Also in Dreier hatte ich damals öfters gesehen und ich habe gesagt, der ist super, aber ist schon, die sind immer noch relativ geil natürlich, aber man merkt schon, es ist ein anderer Style gewesen. Also der Homo, also gerade der Zweier, der ist ja sowas von abgedreht. So viele Sprüche und so viele Gags und du fragst dich, was haben die geraucht? Weil die hauen ja ein Ding nach dem anderen raus. Also unglaublich. Aber ich finde, die kann man noch einigermaßen gucken. Das ist noch völlig okay. Man muss natürlich das mit ein bisschen Abstand sehen, aber und ich habe letztens auch nochmal Zurück in Zukunft geguckt. Das ging auch noch wunderbar. Zurück in Zukunft könnt ihr immer noch gucken. Den finde ich immer noch so geil. Das hatte ich mir nochmal angeguckt, nachdem ich ja einen Fototermin mit dem Hauptdarsteller hatte vor 3 Wochen. Dann dachte ich mir, jetzt muss ich mir die Filme nochmal angucken. Deswegen, aber die ging noch gut, die ging richtig gut. Also ich finde, die sind völlig zeitlos, vor allen Dingen, ich habe sie so oft gesehen, das ist, glaube ich, der meistgesehenste Film der Einser, bei mir, also bestimmt 15 oder 20 Mal gesehen, so viele Parallelen, wie die da eingebaut haben. Das Drehbuch ist so genial. Also, wie hieß das Ding? Tree Pine Mall oder sowas? Das ist Twin Pine Mall hieß dieser Parkplatz, glaube ich, oder das Kaufhaus. Und dann fährt er doch in der Vergangenheit dann einen dieser Bäume um und dann heißt es Lone Pine Mall. Das habe ich die ersten Male gar nicht gesehen. Das wusste ich bis heute nicht. Ja, eben. Ich habe ihn auch nicht so oft geguckt, muss ich sagen. Es gibt so viele Parallelen und so viele Anspielungen. Und es gibt natürlich diesen berühmten Übersetzungsfehler mit Duck Hunt, aber ich glaube, der wird erst im zweiten relativ klar und im dritten, wo sie doch dann diese Enten abschießen müssen. Und dann heißt es irgendwo in der deutschen Übersetzung gleich Space Invaders oder sowas. Da wird natürlich genau, als Eingeweihte, das stimmt nicht. Es ist Duck Hunt. Aber das kennt ihr in Deutschland natürlich keiner, ne? Also, ne? Das also war doch dann, meinst du, wo in der Zukunft ist und dieses alte Retro-Videospiel spielt und die Jungs meinen, das ist ja langweilig oder was? Das kann sein, aber im Dreier ist ja auch im Western und da ist er auch an so einer Bude, wo er dann so Enten abschießen muss, mechanische. Ja. Da auch nochmal. Ja. Das weiß ich definitiv. Stimmt. Im Zweier weiß ich nicht mehr hundertprozentig. Ja, stimmt, da hat das Space Invaders gesagt im Deutschen, ne? Das fand ich ein bisschen. Ich glaube, es war im Zweier, weil den Einser habe ich so oft gesehen und das letzte Mal habe ich gedacht, da ist ja noch gar nichts mit Automat und so. Also das ist wohl eher ein Gag, den sie dann im Zweier und Dreier eingebaut haben, weil in der Vergangenheit, da war ja gar keine Anspielung mit irgendwie Schießen oder sowas. Ja. Interessant, diese Arcade-Szene da, ich weiß nicht, ob euch das noch erinnert, wenn ihr die mal schaut, wo er dann ja in dieses Videospiel spielt, ne, wer diese Jungs sind, die da im Hintergrund kurz auftauchen und sagen, hey, das ist ja ein blödes Spiel. Weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, wer das ist. Also ich habe es aber vergessen. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe 2 und 3 deutlich weniger gesehen. Und? Muss man nachschauen, aber es sind ja bekannte Leute. Also
Von Herr der Ringe, wer ist nochmal der von Herr der Ringe da, der von Herr der Ringe gespielt hat hier, der Hauptdarsteller? Der Dominic Warner? Nein, der nicht. Elijah Wood. Ah, okay. Nö. Und John Thorne. Ja. John Thorne. Ja. Elijah Wood kennt man, ne? Aber wenn ihr mal guckt, da diese Wildgun Kids, so werden die genannt, weil dieser Arcade heißt Wildgun. Und das waren die Jungs, die da mitgespielt haben. Und Elijah Wood kennt man ja so ein bisschen, ne? Aber der war ja wirklich, man sieht den auch am Gesichtszügen, kann man erkennen. Ja, das ist er. Der war, glaube ich, 8 Jahre alt. Oh Gott, ach so, ja, ich dachte nicht auch, das sind doch bestimmt Statisten gewesen, aber 8 Jahre, das ist gigantisch. Ich habe es wahrscheinlich auch nicht gemerkt. Und das ist mir erst wieder aufgefallen, als ich das letztes Mal gesehen habe, Back to the Future, und denkst so, Moment mal, das ist doch ein bekanntes Gesicht, dann nochmal recherchiert. Tatsache, Elijah Wood. Ich hätte es wahrscheinlich nicht gemerkt, weil ich mit Herr der Ringe bis heute nicht klarkomme. Das ist nichts für mich. Ich auch nicht, aber der hat auch andere Filme gespielt. Ja. Also jetzt, wenn man jetzt das mal guckt, wird man wahrscheinlich das an Gesichtszügen erkennen, tatsächlich, ja. Nochmal also zurück. Und auch dieser Billy Zane, ne, hat ja auch mitgespielt, den einen Bösen. Den hat man aber auch immer irgendwie vergessen. Und dann irgendwann taucht dann wieder sein Gesicht irgendwann auf, weil man da so andere Filme, so das Phantom oder so gesehen hat. Und dann denkt man so, hey, den kenne ich doch. Und der war auch so in dieser Entourage von Biff dabei, ne? Also es ist so eine Explosion an Schauspielern, die damals nur so nebenbei mitgespielt haben und dann irgendwann, ja, haben es auch geschafft. Fand ich immer nur spannend, das Thema, so die kleinen Trivias da. Zurück zum Film vorher. Warst du schon in Indie 5 drin? Ja. Und, was sagst du? Ich noch nicht, leider noch nicht. Ich sag lieber nichts, aber schaut euch den selber an. Ich meine deine Meinung dazu. Ich finde, das ist ein guter Abschluss. So. Also für mich persönlich, ich habe da auch andere Meinungen gehört. Da gibt es immer jemanden, der hat eine andere Meinung. Ist ja auch okay, den kann er auch selber behalten. Aber ich für mich fand so, ich meine, ich habe auch nichts erwartet, wenn ich ehrlich bin. Ne? Ich meine, den 4. ja auch nicht so schlecht, obwohl er anders war als die anderen. Aber auch da gehen die Meinungen auseinander, kann ich auch verstehen. Aber was soll man irgendwann auch bringen? Ne? Irgendwann sind die Schreiber ja auch jetzt entweder im Streik oder überlegen sich was und wollen einfach mal das Ding durchziehen. Und ja, auf jeden Fall, aber wir hatten nur diskutiert am Schluss, ob es nicht cooler gewesen wäre, wenn die Indiana Jones 4 hier Atlantis genommen hätten, das Videospiel, und daraus Indie 5 gemacht hätten. Das wäre, glaube ich, ganz cool geworden. Was haben sich so viele gewünscht? Das wäre vor 20 Jahren cool gewesen. Heute wäre das schwierig geworden, weil das hätte nicht mehr gepasst als Ende, würde ich sagen. Also ich hätte das gerne als Teil 4 gesehen damals. Da wäre es top gewesen. Haben so viele gesagt, so. Ja. Oder als Teil 3. Ich fand das mal ganz gut. War ja auch, also jetzt der 5. Teil war, wie gesagt, ein gebürtiger Abschluss, würde ich sagen, und hat auch viele schöne Anspielungen gehabt. Und ich fand ihn auch super, deswegen war ich interessiert, was du sagst. Und Robin hat es ja auch in der letzten Podcast-Folge auch gesagt, unbedingt anschauen und toll. Und ich muss auch sagen, gerade nachdem ich ja 1 und 3 wirklich direkt vorher geguckt hatte, muss ich sagen, das ist echt ein cooler Abschluss gewesen. Und auch deswegen, weil ich dachte, den 3er, den könntest du heute nicht mehr so drehen mit diesem Humor und den Anspielungen. Ist zwar alles lustig und nett, ich finde den 3er immer noch recht cool. Aber ich dachte, boah, das in die moderne Zeit zu hieven. Und den 4er habe ich ausgelassen, eben aus Gründen, den muss ich mir jetzt nochmal ansehen, nachdem ich 1 und 3 jetzt nochmal intensiver betrachtet habe, so vom Humorfaktor und Co. Aber der 5er, der, ich fand ihn auch richtig nett und mich hat es auch nicht so gestört, dass es diese Anspielung auf ihn im Alter gab, weil man kennt es aus der eigenen Familie, dass es mit den älteren Herrschaften ein bisschen schwieriger ist. Das fand ich schon sehr nett und auch sehr rührend teilweise gemacht. Nur es wirkt tatsächlich so, als wäre nicht unbedingt der Hauptdarsteller vielleicht in dem Film so ganz, ich weiß es nicht. Aber es ist schön, dass er dabei war und der Abschluss war super. Also ich kann ihn auch nur empfehlen. Aber nur, wenn man die ersten 3 Teile nochmal vielleicht direkt vorher geguckt hat. So. Ich freue mich drauf auf jeden Fall. Ich habe nur bisher keine Zeit gehabt, ins Kino zu gehen. Tatsächlich, weil ständig habe ich abends Termine oder irgendwelche anderen Sachen zu tun oder muss Podcasts schneiden oder ähnliches. Ich wollte da unbedingt hin, habe es jetzt bisher noch nicht geschafft. Aber ich habe bisher auch nur Positives gehört. Also deswegen freue ich mich da drauf. Ich fand aber auch den 4. Teil okay. Der war zwar blöd mit den Alien-Scheiß da, aber den fand ich als Film jetzt auch nicht so schlecht. Und da stehe ich auch ziemlich alleine mit der Meinung, das war auch unterhaltsam. Weil auch vom 5. erwarte ich jetzt dann doch tatsächlich mehr. Aber jetzt sind ja auch viele recht angetan davon. Und ich finde es schön, wenn so eine Serie einen gebührenden Abschluss findet. Ich meine, natürlich sind absurde Sachen dabei. Ihr habt es ja schon im Trailer gesehen oder hast du den Trailer noch nicht gesehen? Ich habe den noch nicht gesehen, aber es ist egal. Kannst okay. du gerne sagen. Na, aber da gibt es eine Szene, wo er halt reitet. Mehr sage ich jetzt mal nicht. Und es ist halt das Szenario, wo er reitet, ist einfach so abgefahren. Aber es ist typisch Indiana Jones. Es ist halt mal mit dem Schlauchboot aus dem Flugzeug raus. Das ist Indiana Jones. Also, das ist ja nicht nur Indiana Jones. Das ist ja bei Bond auch nicht besser gewesen und anderen Serien. Da sind nun mal merkwürdige Dinge drin. Das weiß man doch. Ja.
Ja. Aber ich weiß jetzt gar nicht, wollen die denn irgendwie mit dem Franchise noch weitermachen? Weiß da jemand, wie das weitergeht? Weil die werden ja jetzt nicht mehr die nächsten Filme Indiana Jones dann nennen, ne? Aber die werden doch mit dem Franchise irgendwas machen. So, gute Frage. Ich weiß nur, wir hatten letztens auch eine Diskussion darüber, dass ja eigentlich, oder gedacht, weil ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so war, aber ich dachte immer dann beim vierten Teil, dass dann im Grunde Shia LaBeouf das übernehmen würde, sozusagen dann daraus irgendwie die nächsten Indiana Jones Teile machen würde, aber irgendwie hat er sich ja, irgendwas war doch da. Und dann. Das war ja mal so geplant, aber ich glaube, das war dann nicht in der Massenmeinung so angetan davon, die Idee. Und deswegen haben die wahrscheinlich die Idee verworfen. Aber ich glaube, die war wirklich geplant, die Idee. Aber das wird ja jetzt sowieso nicht mehr passieren nach dem fünften. Es genau. Hieß auch, dass er der Topstar der 2000er war und irgendwann hat er gemeint, er würde sich zurückziehen. Das hat er dann in 2010er gemacht und hatte dann ein bisschen Alkoholprobleme und sowas und hatte entsprechende Kritik vielleicht auch noch an der Branche geäußert und deswegen war er wohl nicht mehr so ganz angenehm in der Branche. So. Ja, genau, ja. Das war da. Und deswegen musste es ja so weit umschreiben, glaube ich, dass es halt anders jetzt ist als angedacht. Und deswegen ist ja die Frage, wie das dann weitergehen könnte. Aber klar, es wird weitergehen. Die machen ja klar, also man könnte natürlich, haben wir auch schon spekuliert, jetzt mit, da gibt es ja auch Ansätze, wo man dann sagen könnte, man macht daraus ein Spin-off oder führt das dann weiter, aber dann halt nicht mehr mit Harrison Ford an sich. Ne, nee, gut, das wird auch nicht passieren, aber ich denke, dass sie das Franchise noch nutzen werden. Also wäre ja dumm, wenn sie es weglassen. Ich meine, die holen ja alle alten Sachen wieder irgendwie hervor, wenn sie da das irgendwie in die Neuzeit portieren, warum nicht, in irgendeiner schönen Form. Das hat ja zum Beispiel auch bei Ghostbusters, hat ja auch super geklappt, jetzt nach dem einen Aussetzer. Die letzte Folge war ja wirklich brillant, wie sie das in die Neuzeit portiert haben. Da braucht man jetzt inzwischen die ehemaligen Hauptdarsteller eigentlich nicht mehr, weil die neue Crew, die so super gespielt hat, ich fand den Film toll und da freue ich mich auch für den nächsten Teil. Also das hat ja den Wechsel in die Neuzeit geschafft. Ist ja echt erfolgreich gewesen, kommt da echt ein neuer. Den habe ich noch nicht gesehen. Meinst du jetzt Afterlife oder wie hieß der? Ja, der war erfolgreich und jetzt kommt der nächste, der ist schon gedreht, glaube ich sogar. Oh, da cool. Gibt es auch schon wieder Gastauftritte von den Altstars, aber das Hauptaugenmerk liegt natürlich weiterhin auf den Kiddies und ich fand die Folge richtig toll. Also die habe ich im Kino gesehen, als der rauskam und auch nochmal zu Hause geguckt. Ich war begeistert und ich war jetzt nie der große Ghostbusters-Fan, aber ich fand es immer unterhaltsam. Aber das war eine tolle Portierung, ohne jetzt, dass die Altstars da noch bis zum letzten weitermachen müssen. Ich fand die Kombi gut, dass sie ein bisschen auch mitmachen konnten sozusagen. Ich fand diese Endstelle da sehr rührend bei Ghostbusters mit dieser Reminiscence an den Harry Reims oder wie der hieß, fand ich sehr rührend und ich fand das sehr, sehr gut gemacht insgesamt. Also da bin ich auch auf den neuen Teil sehr gespannt und erwarte da auch, dass der auf dem Level bleibt. Und so ähnlich wünsche ich mir es mit Indy eigentlich auch, dass das irgendwie weitergeht, aber anders. Muss ich gucken. Das Problem ist halt, Indy ist wohl, was ich gehört, in Amerika ein absoluter Flop gewesen und hier in Europa läuft er richtig gut. Ich frage mich halt auch, ich weiß nicht, ich hatte damals die Serie Young Indiana Jones Chronicles, hatte ich, glaube ich, die ersten Folgen geguckt und nach der dritten, vierten Folge bin ich dann raus. Ich glaube, ist er dann noch auf 3 Staffeln gekommen, aber ich weiß jetzt echt nicht, wie erfolgreich auch die Serie unterm Strich dann gewesen ist. Das war ja eher fast eine Lernserie. Das war auch das, wo die immer irgendwelche Personen der Weltgeschichte getroffen haben, ne? Das war auch ja, genau. Es wirkte mir auch eher so ein bisschen verkopft so und... Ja, aber deswegen weiß ich jetzt nicht, wie neue Indiana Jones als Serie oder als Film funktionieren könnte oder sollte, weil nach den letzten, also zumindest nach dem Vierer hatte ich das Gefühl, sie haben einiges an verbrannter Erde hinterlassen. Das ist schön, dass es einen Fünfer gegeben hat und die Kritik ist halt so kacke, aber es ist schön zu hören, dass die normalen Menschen in Anführungszeichen den alle cool fanden. Ich habe bisher keine richtig schlechte Kritik gehört, außer bei ein, zwei Kritikern direkt, also die Filmzuschauer haben bisher immer was Positives gesehen. Es haben viele haben gesagt, sie sind ohne Erwartung reingegangen. Und natürlich wurde alles übertroffen. Und ich kenne kaum Leute, die jetzt gesagt haben, dass der Film richtig schlecht war. Also das habe ich bisher nicht gehört. Ich weiß nicht, wenn du Indiana Jones und Kritik googelst, dann kriegst du zig Treffer, wo es dann heißt, oh, Indiana Jones wird so schwach dargestellt und schlechter Abschluss und was weiß ich alles. Also vielleicht hat sich erwartet, dass er in seinem Alter nochmal so richtig Gas gibt und dann alle zusammenhaut oder sowas. Also habe ich so tatsächlich nicht gelesen. Lesen, in der Masse ja nicht. Zumindest nicht, aber wie gesagt, ich denke, die haben das genau richtig gemacht. Ich meine jetzt echt die Artikel, ich meinte jetzt nicht User-Feedback, sondern wirklich irgendwelche YouTuber, Spiegel.de, alle möglichen Zeitungen, die dann, da hatte ich keine Kritik gelesen, die gesagt hat, schön war es wieder zurück,
kommen, zurückzukommen, Figuren wiederzusehen und was weiß ich alles. Okay. Alles schreiben sie halt. Die erste halbe Stunde ist gigantisch gesehen. Und die ist auch wirklich gigantisch. Ja. Sie haben okay, sie ja verjüngt. Und das, ich finde es so irre. Also man konnte vielleicht eine leichte Unschärfe im Gesicht erkennen, aber es ist so gut, es ist so beeindruckend. Was mich irritiert hat, war die deutsche Synchro am Anfang, weil es ist natürlich die alte Synchro-Stimme. Ich weiß jetzt nicht, ob sie noch versucht haben, die ein bisschen zu pitchen oder zu verändern. Die klang irgendwie ein bisschen komisch. Irgendwie hatte ich das Gefühl, der Sprecher kommt nicht ganz nach von der Geschwindigkeit her. Vielleicht, du siehst da den jungen Indiana Jones und die Stimme wirkt, das wirkt irgendwie unpassend an der Stelle. Also da ist es mal interessant, wenn es vielleicht eine Blu-ray gibt oder so, dort mal vielleicht auch ins Original mal reinzuhören, ob sie da vielleicht getrickst haben, weil du bist gerade in letzter Zeit auch, nicht in letzter Zeit, heute sogar ganz kurz dieses Google-Sprachsynthesizer, mir mal ganz kurz Demos angehört, das ist ja unglaublich. Also wenn die Filmbranche vielleicht vor einem halben Jahr schon ein ähnliches Tool an der Hand hatte, dann Indiana Jones vielleicht eine junge Stimme auch noch geben konnten, das wäre natürlich der Hammer gewesen. Aber ja, wie gesagt, ist Peanuts, also ich weiß nicht, ob es dir Tom auch aufgefallen ist. Also ich habe ja auch, mir ist jetzt nicht so aufgefallen, wenn ich ehrlich bin, habe jetzt auch vielleicht so drauf geachtet. Ich habe eher auf die CGI, also diese, nennt sich das, Verjüngungskur da geachtet, wie gut das gelungen ist. Und das ist, glaube ich, mit von allen Filmen, die ich in den letzten Jahren gesehen habe, mit am besten gelungen. Also das hat vor allen Dingen Valley hervorgerufen bei mir. Es wurde vor allen Dingen immer noch von Harrison Ford geschrieben, aber Mads Mikkelsen haben es ja genauso verjüngt. Das ist der Hammer. Und da kommt der Gegenschnitt in die Gegenwart oder in die Zeit von Indiana Jones viele Jahrzehnte später. Dann siehst du die Gesichter, da siehst du, wie sie wirklich aussehen, die Schauspieler. Das ist der Hammer. Dieser komplette Gegensatz. Zuerst siehst du Indien jung und dann siehst du ihn 30 Sekunden später im gehobenen Alter. Das ist gigantisch gewesen. Und dann in der nächsten Szene dann den Mads Mikkelsen heute irre. Also Le ja, Chiffre, vor allem, das hat dauernd nicht so gut hinbekommen. Ne? Das fand ich jetzt schon schade, dass das jetzt erst bei Indie so gut ist. Auch bei, wo war das letztens auch noch ein anderer Film, da ist mir auch aufgefallen, dass das diese Verjüngung nicht so ganz 100% gelungen ist. Aber bei hier, bei das erste Mal, weil die Technik wahrscheinlich auch ausgereifter war, genau bei Mandalorian fand ich das zwar okay, aber das war auch, da war auch Luke Skywalker auch verjüngt worden, aber es war auch nicht 100%ig. Man konnte auch so ein bisschen sehen, dass das nicht ganz 100% optimal war. Boba Fett war es, aber es wirkte wie Mandalorian definitiv, ja. Ich habe echt die Serie abgebrochen. Da meinte er, so ein Abfolgesex, muss man angucken. Da saßen alle da und ich so, what? Wirklich, Luke Skywalker? Also, ja, ein bisschen hat man es tatsächlich gesehen, aber ich fand es so faszinierend. Und wenn man es jetzt in Indiana Jones sieht, boah. Genau, das Gleiche war ja auch, das haben sie ähnlich gemacht bei Captain America damals. Die haben ja zwei Schauspieler genommen und dann das Gesicht, einen jüngeren Schauspieler genommen, der so von der Statur hinpasst. Und dann haben sie ja sozusagen das Gesicht von dem Originalschauspieler so so halb reingeschnitten, dass das gepasst hat. Ne? Aber also das haben sie wahrscheinlich auch da so gemacht. Aber fand ich interessant, dass man das im Making-of ja auch mal erwähnt wird. Also jetzt von Mandalorian. Ich fand interessant, dass sie bei Indie gesagt haben, dass die erste halbe Stunde mehr Geld gekostet hat als der ganze restliche Film. Also ist ja auch kein Wunder. Einfach war das wohl doch nicht. So einfach war es dann doch nicht. Also erstmal hallo, ich bin ja eben dazwischen gegrätscht, weil ich sagte Le Chiffre. Die erste halbe Stunde ist tatsächlich gefühlt ein komprimiertes Indiana Jones 3 und danach kommt halt die Handbremse und die ist auch gut so. Also ich war sehr, sehr angetan von dem Film und wie ich es auch schon geschrieben hatte bei Facebook, ich rate jedem, der irgendwie so ein bisschen das Alte mochte oder versteht, warum es gut ist, das Neue hat bis auf ein, zwei sehr brutale Szenen wirklich das höchst unterhaltsames Popcorn-Kino. Definitiv, ja. Und vor allen Dingen die ersten 30 Minuten, also auch die Licht und Schatten, ne? Ich meine, das gesamte Gesicht ist abgescannt und dann mit den Licht- und Schatten-Effekten, ja. Also wenn da so ein Strahler in sein Gesicht geht und wieder rausgeht, das sieht alles so perfekt aus. Und die Szene, wo sie ins Wasser reinspringen, vielleicht haben sie auch ein Double gehabt, was irgendwie dem Harrison Ford sehr ähnlich ausgesehen hat, so dass sie, ne, diese Sequenz hinkriegt. Ach, die sind ins Wasser gesprungen und dann, ne, und du siehst die Gesichter, obwohl die Tropfen alles davor sind. Also irre, wirklich. Ja, das meist, also ich weiß nicht, ich würde. So ist, glaube ich, am günstigsten, dass man ein Double nimmt und dann einfach nur das Gesicht da reinkattet irgendwie. Aber so haben sie es zumindest bei Mandalorian gemacht. Mit Luke Skywalker. Da gibt es halt auf Disney Plus eine interessante Doku dazu. Und ich denke mal, das ist eine Technik, die hat sich jetzt bewährt, ne?
Habt ihr auch mal ein paar Interviews mit Harrison Ford gesehen? Da gibt es so ein paar Überschriften auf YouTube. Ja, das rührt ihn zu Tränen und so weiter. Ich habe wirklich das Gefühl, dass er ergriffen ist, dass er davon erzählt, dass es sein letzter Film ist, da in der Indiana Jones-Reihe. Und das, ja, es hieß ja auch nach Presseberichten, aber das bestätigte er auch so ein bisschen in Interviews, dass ihm das auch irgendwie wichtig war, ihn so darzustellen, wie er jetzt dargestellt worden ist. Dass er einfach älter und gebrechlich ist, aber das ist, ne, das einfach ein super schöner Abschluss ist irgendwo so, ja. So wie er auch dargestellt ist und ja, nimmt sich selbst ein bisschen auf die Schippe. Genau. Eine Stelle an der Wand, ne? Robin und Tommy, ihr wisst, was ich meine. Ja. Muss immer nur an die, ich muss dann immer noch lachen, wenn ich die ich war ja auch in dem Trailer, glaube ich, drin, die Szene mit der Peitsche. Ja, oh, ist so geil. Und die das war auch das sehr wirklich so ein Reverse Indiana Jones Gag, fand ich. Definitiv. Und vor allen Dingen, dass es dazu immer noch eine Variante gibt, ne? Gab es ja in jedem Film oder in 1 und 2 gab es die. Genau, das ist, sage ich mal, diese Szene, diese Steinschere-Papier-Szene in verschiedensten Varianten, wirklich toll. Das Einzige, was ich sagen muss, das Einzige, wo ich im Nachhinein, am Ende wird das ja so, also der Film hat schon eine Richtung, wo er hinzeigt, Disney-Style halt, und die Frauenrolle, die Tochter seines besten Kollegen, Freund, wie auch immer, die fand ich okay, aber die hätte man mit einer etwas charismatischeren oder weniger englischen Frau vielleicht machen können. Oh, ich fand sie gut, so ein bisschen kantig, wie sie war, aber sie hatte halt zu viel Playtime. Sie war ein bisschen zu sehr im Vordergrund, die vorhin auch schon gemeint. Das ist vielleicht das Einzige und natürlich der etwas komische Schluss. So. In Teil, aber man wird versöhnt. Also ich meine jetzt in der Vergangenheit. Ich fand den Schluss gut. Ich meine nicht das ganz, ganz zum Schluss, sondern das davor, du weißt schon. Wie sie es gemacht haben schon. Aber, Propeller, meinst du die Propeller-Szene? Ich meine den Sprung. Ach so, okay, ja, genau. Das ist schon fast zu viel. Genau. Ja. Die Propeller-Szene meinte ich genau. Und das fand ich so, so gut, weil es trotz der, also das war wie die Kritik vom vierten Teil mit den Aliens, was überhaupt nicht zu Indie passte. Richtig. Aber in einer versöhnlichen, ähnlichen Verbindung. Also da ist. Und sie haben es schön aufgelöst, deswegen habe ich es ihm danach nicht mehr so übel genommen. Weil es eben Anfang und Ende bei solchen Sachen immer nicht klar sind. Und den Schluss fand ich auch so rührend. Dummerweise hat meine Frau die Person nicht erkannt zum Schluss, aber ich war so total. Ich habe gesagt, ja. Habt ihr das mitbekommen mit diesen. Da sagt Indy doch zu dem Chiffre zu Mads Mikkelsen einmal. Echt? Deswegen hast du Chiffre erwähnt? Ja, er sagt einmal Chiffre. Und dann denke ich, habe ich das jetzt nur gehört? Weil aber doch nicht auch im Deutschen. Bei 007, ich habe es in Deutsch geguckt, bei 007 ist Mads Mikkelsen bei der Neuauflage Casino Royale, ist Mads Mikkelsen der Bösewicht in Le Chiffre. Und er sagt Chiffre. Ich habe das gehört. Oder jemand hat das so laut im ich habe es definitiv im Film gehört. Du wolltest das hören, Robin, du wolltest das hören. Ich weiß es nicht. Ich muss mir das nochmal angucken. Sowieso, weil ich mit einem anderen Freund nochmal gucken wollte, der auch Indie-Fan ist. Und dann gucken wir mal. Ich muss mir unbedingt nochmal auf Original anschauen, weil ich bin ja ein OV-Fan. Und aber allein bei diesen Indie-Sachen, da wird ja auch viel Deutsch geredet und er wahrscheinlich versucht sich da auch wieder dran. Und das interessiert mich nochmal, wo die, es kommt ja in den deutschen Synchro immer nicht rüber, wer wann wie wo welche Sprache spricht. Bin ich auch mal ganz spannend, immer so bei diesen Filmen. Genau. Ich fände es halt krass, wenn sie es auch bei der Synchro übersehen haben. Bei Star Wars 4 gibt es ja auch eine Sequenz, wo Carrie Fisher als Carrie wohl angesprochen wird. Ist das im Deutschen nicht? Da ist es ihnen aufgefallen, aber wenn sie jetzt tatsächlich, oder sie lassen es mit Absicht drin, warum auch immer. Ja, aber wie gesagt, drei Daumen nach oben, wenn ich welche hätte. Ich habe nur zwei, also nur zwei Daumen nach oben. Bin ich auch dabei. Aber ich sage auch nur mit der Einschränkung, wenn man vielleicht 1 und 3 folgt, sind. Also wenn jetzt irgendwie die Tochter reingeht, ohne die ersten drei Filme gesehen zu haben und irgendwas Zeitgenössisches erwartet, da könnte es schwieriger sein. Aber ich glaube, es kann junge Leute unterhalten, wenn sie die 1 bis 3 gesehen haben. Die sind streckenweise, wie ich vorhin schon gesagt habe, kommen sie mir jetzt schon ein bisschen cheesy vor, gerade der Zweier mit der dauerschreienden Frau von Steven Spielberg. Ja. Aber, ja, ich weiß, was du meinst. Auch da fallen mir noch zwei Sachen ein, die ich dann nochmal abhandeln wollte an der Stelle. Das eine war das nochmal? Also Indy 3, hat das Spiel jemand gespielt? Das Adventure oder das Actionspiel? Ich weiß gar nicht, es gab beides, ne? Ich meine das Adventure, aber ich habe es nie durchgespielt. Ich habe mehrere andere Läufer gebraucht. Ich bin immer an derselben Stelle gescheitert. Ja, also. Ist das jemand?
Ich habe es geliebt. Das war mein Lieblings-Adventure und auch, glaube ich, mein erstes echtes Point-and-Click-Adventure, was ich gespielt habe. Also ich habe den Dreier gespielt, auch durchgespielt. Ich denke auf dem Amiga mit Bekannten mit Chips und wahrscheinlich auch im Lösungsheft zum Schluss. Also dieses Jehova-Rätsel und so weiter. Ich fand es absolut gigantisch und ich habe den Vierer nicht gespielt. Den muss ich jetzt echt irgendwie nachholen. Mhm. Aber den Dreier, den habe ich in so guter Erinnerung und da hätte ich fast eher noch Bock drauf, das zu spielen jetzt als nochmal ein Monkey Island von A bis Z. Irgendwie, gerade weil er diese Anlehnung an den Film hatte. Und zwar so nah und doch irgendwie, doch so weit, dass du viel Spaß mit hattest, weil die Rätsel ein bisschen anders waren. Euch hat der heutige Stammtisch gefallen? Dann hören wir uns doch sicher auch nächste Woche wieder. Ihr habt nur eine Stunde hören können? Dann unterstützt uns bei Patreon unter www.patreon.com/retrokompott oder Steady und ihr erhaltet Zugriff auf die kompletten Folgen. Ihr konntet die gesamte Folge hören, als seid ihr bereits Unterstützer und hilft Projekte wie dieses langfristig zu sichern. Falls ihr selbst mal am Stammtisch teilnehmen wollt, ist dies ganz einfach. Informationen findet ihr auf unserer Homepage www.retrokompott.de. Erreichen kann man uns unter mail@retrokompott.de. Bis nächste Woche!